Väterchen Frost, ein russisches Volksmärchen. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Land ein Mann mit seiner Frau. Beide waren bereits zuvor verheiratet gewesen, doch ihre früheren Eheleute waren gestorben und so hatten sie sich gefunden und geheiratet. Beide hatten aus ihrer früheren Ehe je eine Tochter. Die Tochter der Frau war böse und gemein, während die Tochter des Mannes lieb und sanft war. Die Frau liebte nur ihre eigene Tochter und ließ ihre Stieftochter den ganzen Tag hart arbeiten. Das Mädchen musste das ganze Haus alleine putzen und wurde von der Stiefmutter oft geschlagen. Doch dennoch hasste die Frau die Tochter des Mannes von Tag zu Tag mehr. Eines Tages, mitten in einem kalten, harten Winter, beschloss die Stiefmutter, dass das arme Mädchen in den Wald gebracht und sich selbst überlassen werden sollte. Der Vater des Mädchens wollte das natürlich nicht, doch seine Frau war so boshaft und herrisch, dass er mittlerweile auch Angst vor ihr hatte, seine Tochter tatsächlich mitten in den Wald nahm und sie dort allein ließ. Einsam und verlassen saß das Mädchen nun unter einem Baum, doch nach kurzer Zeit hörte sie ein Knacken von Zweigen und kurz darauf eine Stimme, die sprach: »Frierst du nicht, mein liebes Kind?« Das Mädchen erkannte die Stimme als die von Väterchen Frost und antwortete: »Nein, Väterchen Frost, mir ist nicht kalt.« Da fragte sie nochmals und nochmals und kam näher und näher zu dem Kind. Das Mädchen antwortete jedes Mal: »Nein, Väterchen Frost, mir ist nicht kalt.« Doch das arme Mädchen zitterte am ganzen Körper. Und so kam es, dass Väterchen Frost ihr einen weichen, prächtigen Mantel wickelte, der sie die ganze Nacht wärmte, und am Morgen überhäufte er sie mit Geschenken. Der Vater bedauerte inzwischen seine böse Tat und kam am nächsten Tag weinend in den Wald zurück, um seine Tochter zu retten, und freute sich sehr, als er sie nicht nur lebendig, sondern auch warm bekleidet mit einem großen Reichtum beladen fand. Beide kehrten nach Hause zurück, und als sie wieder da waren und die Stiefmutter die Reichtümer des Mädchens sah, wollte sie sofort, dass auch ihre eigene Tochter in den Wald gebracht und dort eine Nacht verbringen sollte. Natürlich hoffte sie, dass auch ihre Tochter reich beschenkt zurückkommen würde. Also ging der Mann in den Wald und ließ die Tochter der Frau zurück. Doch als er am nächsten Morgen sie wiederholen wollte, erschrak er. Nicht beladen mit Reichtum, sondern kalt gefroren war der Leib des bösen Mädchens. Er brachte ihren Reichtum zurück zur bösen Frau, nahm seine eigene Tochter bei der Hand und zog von der Stiefmutter für immer fort. Und wenn er und das Mädchen nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ein russisches Volksmärchen. Das war wieder ein Märchen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Geschichten hören wollt, vielleicht auch bestimmte Geschichten vorgelesen, ich mache euch den Gefallen gerne, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch, einen schönen Tag und teilt euch zurück. Euer Jüriat.